In diesem Video geht es um Fahrtenbücher. Das hast du wahrscheinlich schon aufgrund des Titels erkannt. Und zwar möchte ich einmal das ganz klassische, traditionelle Papierfahrtenbuch möglichst objektiv mit digitalen elektronischen Lösungen vergleichen und jeweils so die Vor- und Nachteile aufzeigen. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich mich beim Sponsor dieses Videos bedanken, und zwar bei Wimka. Wimka produziert keine Papierfahrtenbücher, sondern ein elektronisches Fahrtenbuch. Das heißt, du hast einen kleinen Stecker, den packst du bei dir ins Auto rein und dann führt sich dein Fahrtenbuch quasi wie von Zauberhand. Zumindest werden die Fahrten automatisch aufgezeichnet und du hast dann anschließend entweder über den Browser oder über eine Android- oder iOS-App Zugriff auf deine Fahrten. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass du Kontakte anlegen kannst. So das, was man von anderer Software auch kennt, dass du quasi deine Kontakte, wo du zum Beispiel zu Kundenterminen fährst, dass du die anlegen kannst und dann musst du sie nur noch auswählen und nicht so wie bei einem Papierfahrtenbuch jedes Mal den Namen wieder extra hinschreiben. Das heißt, Wimka erleichtert dir das Führen eines Fahrtenbuchs ganz erheblich und du denkst jetzt vielleicht, schön und gut, dass das einfacher ist. Entscheidend ist auch die Frage, erkennt das Finanzamt dieses Fahrtenbuch auch an? Und ja, tut es. Tatsächlich ist Wimka KPMG geprüft und hat auch eine offizielle Kooperation zum Beispiel mit dem Deutschen Steuerberaterverband, mit der DATEV, mit Lexware, mit ETL, mit Ecovis und so weiter. Das heißt, Wimka wird tatsächlich von vielen, vielen Steuerberatern aktiv empfohlen. Und deswegen ist es auch meine Empfehlung. Und mit dem Code STEUERFIT24 sparst du sogar noch 12% auf dein Wimka-Abo. Mit diesem Intro denkst du dir wahrscheinlich, dass du dir das Video gar nicht mehr bis zum Ende anschauen musst, weil ja eindeutig ist, dass das elektronische Fahrtenbuch irgendwie besser ist. Und auch ehrlicherweise, wenn du mich persönlich kennst, wirst du wahrscheinlich erwarten, dass ich sage, naja, die elektronische Version ist wahrscheinlich besser. Aber so ganz pauschal kann man das tatsächlich gar nicht sagen. Und zwar schauen wir uns erstmal so das klassische Papierfahrtenbuch an. So dieses ganz traditionelle Heftchen, was man ausfüllt. So ein Papierfahrtenbuch wirkt häufig so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Allerdings ist es tatsächlich rechtlich absolut legitim und erlaubt. Wenn du dieses Fahrtenbuch richtig führst, dann gibt es da überhaupt gar keinen Grund, warum du dein Fahrtenbuch nicht auch auf Papier führen darfst. Wichtig dabei sind aber vor allem zwei Punkte. Erstens, du musst alle Fahrten eintragen, also die beruflichen und privaten Fahrten mit allen relevanten Informationen. Also Datum und Uhrzeit und Kilometerstand am Anfang und am Ende. Wenn du Umwege genommen hast, musst du die Umwege erklären. Du musst aufschreiben, was für einen Zweck diese Fahrt hatte, mit wem du dich getroffen hast, also zu welchem Termin du da gefahren bist und so weiter. Und das Ganze musst du möglichst zeitnah machen, also direkt nach der Fahrt, weil du darfst dieses Fahrtenbuch nicht einmal im Quartal oder einmal im Jahr für das ganze Jahr führen. Das ist nicht erlaubt und dann wird das Finanzamt dieses Fahrtenbuch auch nicht anerkennen. Wenn du das aber zeitnah machst, spricht da grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Und natürlich hat so ein klassisches Papierfahrtenbuch auch Vorteile, und zwar in erster Linie der Preis. So ein kleines Heftchen ist natürlich deutlich günstiger. Das kriegst du für 50 Cent, für 1 Euro, für 1,50 Euro, vielleicht für 2 Euro. Und dann reicht das Ganze auch ein paar Monate, je nachdem, wie viel du fährst. Aber das Ganze ist deutlich günstiger. Und es ist ehrlicherweise sehr einfach. Also du brauchst nur dieses Papierheft und halt einen Stift. Kleiner Hinweis, nutz bitte einen Stift, der nicht bei Feuchtigkeit verschmiert und verwischt, weil sonst ist dieses Papierfahrtenbuch später halt nicht mehr leserlich. Aber wenn du einen Kugelschreiber oder einen Bleistift hast und dieses Heft, dann ist das Ganze idiotensicher. Solange du Zahlen und Buchstaben schreiben kannst, kannst du ein Fahrtenbuch führen. Und die technischen Anforderungen bei einem elektronischen Fahrtenbuch sind zwar nicht unglaublich groß, aber sind tatsächlich höher als bei einem Papierfahrtenbuch. Es gibt aber natürlich auch Nachteile. Und ich als gelernter Steuerfachangestellter, der in seiner Ausbildung wirklich Stunden, Tage, wahrscheinlich Wochen damit verbracht hat, die Fahrtenbücher von den Mandanten irgendwie zu strukturieren, auszuwerten, überhaupt zu entziffern, was denn da eigentlich steht, kann dir sagen, dass solche Fahrtenbücher, die per Hand geführt werden, relativ schnell unleserlich werden. Und der Super-GAU tritt natürlich ein, wenn es verloren geht. Das heißt, dann hast du schön fleißig dieses Fahrtenbuch geführt und dann verlierst du es. Warum auch immer. Und dann hast du ein großes Problem, weil dann hast du halt kein Fahrtenbuch. Und das Einzige, was dir dann übrig bleibt, ist, deine privaten Fahrten im Rahmen der 1%-Methode zu versteuern. Und das ist in der Regel deutlich teurer. Deswegen solltest du unbedingt darauf achten, dass du dieses Fahrtenbuch nicht verlierst. Und Hand aufs Herz, ein großer Nachteil dieses Fahrtenbuchs ist auch, dass es relativ arbeitsintensiv ist. Das heißt, du musst es dir wirklich zur Gewohnheit machen, nach jeder Fahrt deine Fahrt aufzuschreiben. Wenn du es einmal einreißen lässt, dass du so ein paar Fahrten auslässt und sagst, das kann ich noch später machen, dann hast du eigentlich schon verloren. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe schon
hunderte Fahrtenbücher irgendwie von Mandanten dokumentiert, versucht zu verplausibilisieren und so weiter. Und damit kommen wir zu elektronischen Fahrtenbüchern. Und wenn du ein elektronisches Fahrtenbuch hast, was so einen Stecker hat, was du ins Auto steckst und dann per GPS funktioniert, ist das wirklich ja wie Magie. Einfach weil automatisch jede Fahrt deines Autos protokolliert wird. Und damit hast du ehrlicherweise die Hälfte der Arbeit schon ja, erledigt, bevor du nur überhaupt irgendwas selbst proaktiv gemacht hast. Das heißt, das Fahrtenbuch führt sich zumindest so zu ungefähr 50% automatisch im Hintergrund. Und du musst dann nur noch Informationen ergänzen, zu welchem Geschäftspartner du gefahren bist, was der Anlass war und so weiter. Aber Kilometerstand, Strecke und so weiter wird automatisch protokolliert. Was ich daran persönlich super finde, ist, dass du einfach von vornherein schon digitale Daten hast. Das heißt, du hast einen digitalen Datensatz und kannst diese Daten natürlich auch automatisch auswerten. Du möchtest wissen, ob du 20%, 30%, 34% private Fahrten hattest mit deinem Auto. Das ist ehrlicherweise bei so einem Papierbuch relativ zeitaufwendig, das herauszufinden. Wenn du ein elektronisches Fahrtenbuch hast, dann kannst du das tatsächlich einfach auswerten lassen und kannst dann die Daten aus diesem Fahrtenbuch auch ziemlich einfach in dein Buchhaltungs- und Steuerprogramm ja einfach hochladen oder vielleicht gibt es sogar zum Teil eine Integration. Das alles geht halt nur bei einem elektronischen Fahrtenbuch. Bei einem Papierfahrtenbuch musst du das Ganze halt erstmal digitalisieren, um es anschließend auswerten zu können und irgendwie steuerlich zu würdigen. Also zusammengefasst, was sind die Vorteile von so einem elektronischen Fahrtenbuch? Wenn du so ein Fahrtenbuch hast, was automatisch per GPS die Strecke mitzeichnet, dann hast du ehrlicherweise unglaublich viel Zeit gespart. In der Regel geht das ja 2-, 3-, 4-mal schneller als ein Papierfahrtenbuch. Und auch das Finanzamt mag ehrlicherweise solche elektronischen Fahrtenbücher inzwischen sehr viel lieber, einfach weil sie die schneller kontrollieren und prüfen können. Und wenn du ehrlich bist bei deinen Fahrten und da nichts versteckst und versuchst bei der Steuer zu tricksen, dann hast du da auch nichts zu fürchten. Das heißt, wenn das Finanzamt mal mit einer Prüfung um die Ecke kommen sollte und du ein elektronisches Fahrtenbuch hast, dann freut sich der Prüfer etwas mehr, als wenn du da mit deinem Papier ankommst. Wichtig bei elektronischen Fahrtenbüchern ist immer, dass die Daten tatsächlich irgendwo in der Cloud gespeichert werden und nicht in dem Gerät im Auto, weil dann haben wir natürlich genau das gleiche Problem, was du bei einem Papierfahrtenbuch hast. Wenn du das Papierfahrtenbuch verlierst, dann sind die Daten weg. Und der Vorteil zum Beispiel bei elektronischen Fahrtenbüchern wie Wimka ist, dass die Daten in der Cloud gespeichert werden. Das heißt, die werden von dem kleinen Stecker im Auto mit einer eigenen SIM-Karte direkt in die Cloud übertragen und du greifst dann per Smartphone-App oder über einen Browser auf diese Daten zu. Aber dadurch sind diese Daten natürlich deutlich sicherer als bei einem Papierfahrtenbuch, was so im Handschuhfach liegt. Doch natürlich haben elektronische Fahrtenbücher auch Nachteile. Und der erste Nachteil ist der Preis. So ein elektronisches Fahrtenbuch kostet einfach mehr als ein Papierheftchen. Und auch die Abhängigkeit von der Technik ist zumindest für einige Anwender ein Nachteil. Und wenn du dich da unsicher fühlst und du einfach ein besseres Gefühl hast, wenn du Papier und Stift in der Hand hast, weil du das Gefühl hast, dann mehr Kontrolle zu haben, dann ist eventuell das Papier besser für dich, weil du bei der elektronischen Version ja schon irgendwie diese Abhängigkeit hast. Und wenn du mit Technik auf dem Kriegsfuß stehst, ja, dann ist vielleicht das elektronische Fahrtenbuch nicht das Beste für dich. Fassen wir das alles einmal zusammen. Was ist jetzt das Beste? Das kann ich so pauschal für dich ehrlicherweise gar nicht beantworten. Dich wird wahrscheinlich nicht wirklich überraschen, wenn ich dir sage, dass ich großer Fan bin von digitalen Lösungen, gerade im Bereich Buchhaltung und Steuern. Wenn es nicht gerade deine Lieblingsbeschäftigung ist, deine Buchhaltung zu machen, dein Fahrtenbuch zu führen und so weiter, dann solltest du die Technik die Arbeit machen lassen. Was aber ein wichtiger Aspekt ist, so als Gedankenanstoß für die Entscheidung, bei einem Papierfahrtenbuch geschehen die Fehler in der Regel meistens durch das falsche Führen. Das heißt, du kannst durch dein Verhalten ein Fahrtenbuch ordnungsgemäß machen. Und bei elektronischen Fahrtenbüchern kommt es wirklich sehr darauf an, welches du auswählst. Das heißt, bei elektronischen Fahrtenbüchern ist seltener die Bedienung des Fahrtenbuches das Problem, sondern der Charakter des Fahrtenbuches. Ich sehe zum Beispiel ganz viele Unternehmen und Selbstständige, die ihr vermeintlich elektronisches Fahrtenbuch mit Excel führen. Und das ist leider nicht erlaubt. Denn in einem Fahrtenbuch darf man nachträglich keine Änderungen mehr vornehmen. Bei Wimka zum Beispiel kannst du die GPS-Daten nachträglich nicht mehr bearbeiten. Und das ist eine zwingende Voraussetzung für die Anerkennung eines elektronischen Fahrtenbuches. Deswegen, wenn du mit Excel dein Fahrtenbuch führst, hör damit auf. Das ist reine Zeitverschwendung. Das Finanzamt wird es nie erkennen. Und aus diesem Grund solltest du etwas Zeit bei der Recherche investieren, wenn du dich für ein elektronisches Fahrtenbuch entscheidest. Wie gesagt, beim Papier entstehen die Fehler in der Regel durch das Führen des Fahrtenbuches und bei elektronischen Fahrtenbüchern entstehen die Fehler bei der Auswahl der Software. Und deswegen solltest du unbedingt darauf schauen, ob die elektronischen Fahrtenbücher
auch vom Finanzamt anerkannt werden. Das Problem ist, dass das Finanzamt keine aktive Empfehlung gibt für ein Fahrtenbuch. Das Finanzamt gibt generell keine Empfehlungen für bestimmte Softwarelösungen. Das heißt, du solltest dir genau anschauen, ob bestimmte elektronische Fahrtenbücher in der Vergangenheit schon vom Finanzamt anerkannt worden sind oder ob eventuell Steuerberater oder Steuerberatervereinigungen bestimmte Empfehlungen aussprechen. Und ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, dass der Sponsor dieses Videos, also Wimca, eine Kooperation hat mit dem Deutschen Steuerberaterverband, aber auch Kooperation mit Lexware und DATEV, aber auch mit ETL, Ecovis und so weiter. Das heißt, Wimca arbeitet wirklich aktiv mit Steuerberatern zusammen und in der Vergangenheit hat das Finanzamt Fahrtenbücher, die mit Wimca geführt worden sind, anerkannt. Wenn du dazu mehr Informationen brauchst, dann schau dir unbedingt einmal den ersten Link in der Videobeschreibung an oder klick einfach hier. Oder wenn du erstmal weitere Videos anschauen möchtest, denn es gibt über die Steuern und Buchhaltung noch viel zu lernen, dann schau dir doch dieses oder dieses Video an.